Ja, liebe Leute, was geht und willkommen zu dem Video. Es ist ein Infovideo und zwar ein relativ wichtiges, denn nun ja, es geht über ein Problem mit meinem Computer, was die Aufnahmen betrifft. Dieses ist neu das Problem und darüber möchte ich euch jetzt in diesem Infovideo einfach aufmerksam machen darauf und was das für Auswirkungen auf meinem YouTube-Channel haben wird. Und vorschlagen, wir fangen damit auch an. Also mein Problem ist, mein Computer, bei dem sind, der hat zwei USB-Eingänge und beide sind jetzt ziemlich auf einmal Schrott gegangen. Und ich kann da meine Capture-Karte so oft reinstecken, wie ich möchte. Das geht nicht und es liegt einfach am USB-Stecker, weil ich da es mit einigen USB-Sticks, Capture-Karte, sonstigen USB-Steckern probiert habe. Die haben alle nicht funktioniert. Und zwar bei beiden USB-Eingängen, dementsprechend hat es auch rausgestellt, sind beide USB-Eingänge kaputt. Und das heißt jetzt im Klartext, dass ich meinen Computer zur Reparatur schicken muss, damit die USB-Ports austauschen. Und dies ist eine Sache, die erstmal nicht ganz so billig ist und leider auch dauert. Und während der Zeit kann ich nun ja einfach keine Videos wirklich aufnehmen. Zu meinem Glück habe ich einen Haufen Videos einfach voraufgenommen. Das heißt, wenn ich jeden Tag ein Video hochlade, sollte dies ungefähr für 2 Wochen ausreichen oder so. Die Zeit sollte reichen, dass die den USB-Stecker irgendwie umtauschen. Das heißt, ab jetzt wird jeden Tag einfach ein Video kommen und dann sollte es folglich reißen. Und während dabei kann ich einfach keine neuen aufnehmen. Das ist jetzt aber so. Und die sind Videos sind zum Teil noch nicht mit dem neuen Mikro, aber größtenteils schon. Ja, also muss ich jetzt dementsprechend, wie gesagt, schauen, wie ich das mache. Auf jeden Fall, damit ihr es einfach wisst. Jetzt kommt jeden Tag ein Video und ich habe das Problem mit meinem Computer. Weshalb ist jetzt einfach. Nun ja, weshalb ich jetzt einfach nur ein Video pro Tag bringe, weil ich meine Capture-Card nicht an meinem Computer anschließen kann, dementsprechend keine neuen Let's Plays aufnehmen kann. Ich hoffe, dass wenn das 2 Wochen reparieren lässt, sonst ist es dumm da, weil ich dann keine Videos mehr habe. Aber ich werde dann schon irgendwelche Ersatzvideos finden oder sowas in der Art. Also das sollte nicht das Problem sein. Ne, das war das, was ich euch in dem Infovideo einfach sagen wollte. Ich habe das alles mit meinem neuen Mikro aufgenommen, by the way. Ja, schöne Scheiße, wollte ich da nur mal sagen. Ich weiß nicht, ich habe auch noch nie etwas davon gehört. Der USB-Ausgang ist wirklich ausgeleiert, heißt das, ne? Und das sollte bei USB-Eingängen eigentlich nicht passieren, vor allem am Computer. Ich bin damit echt pflegsam umgegangen. Den habe ich seit, 3-4 Jahren habe ich den jetzt ungefähr schon. Weil das Starts in einer Woche, wirklich, beide USB-Eingänge einfach verabschieden, finde ich nicht toll. Ich meine, es hat mir ja ausgeholfen, wie der eine ausgefallen ist, weil ich hatte eh noch so eine USB-Verteiler da liegen. Ihr wisst schon, das sind die Dinger, steckt man USB-Eingang rein und da sind dann an den Geräten sind dann nochmal weitere USB-Eingänge, die man nutzen kann. Das hat es jetzt halt genutzt, weil eine nicht mehr ging. So hatte ich dann noch mehr USB-Eingänge, aber wenn ich nicht mal den USB-Verteiler in die USB-Buchse reinstecken kann, nutzt mir auch erst wenig. Genau, dementsprechend, bis das Problem mit meinem USB-Eingang behoben ist, weil ich hoffe, es nicht länger als 2 Wochen dauert, wird eben nur ein Video pro Tag kommen, da ich die voraufgenommenen Videos hochladen muss. Dementsprechend weiß ich noch nicht, ob heute eins kommt, so eventuell nur morgen. Und ja, das ist ja ganz frisch heute passiert. Ich saß da heute, weil ihr das Video seht, ist jetzt schon Abend. Aber saß da heute in der Früh dran, hab gemerkt, der Kack geht nicht. Weil gestern ist er auch plötzlich schon ausgefallen, aber da dachte ich mir nichts. Da dachte ich mir nur, abgestürzt oder so, passiert ja ab und zu, sollte nichts Schlimmes sein. Naja, das ist halt damit das heißt, aber ist halt so. Es ist doof, dass in letzter Zeit der ganze Kack passiert, aber mal hilft nichts, muss die USB-Ports auswechseln lassen, sonst sehe ich gar keinen Weg, die Capture-Karte mehr anzuschließen. Dies sollte aber nicht das Problem sein. Dies sollte, wie gesagt, in 2 Wochen gemacht werden sein. Ansonsten muss halt schauen, wie ich das mit den Videos hier mache. Aber ansonsten gilt, ein Video pro Tag kommt ab jetzt. Nur damit ihr das einfach wisst.
damit es über die 2 Wochen verteilt ausgeht. Ist blöd, weil ich mir wirklich so einen Plan gemacht habe mit den Let's Plays. Jetzt verrutscht sich das alles wieder und es hafte was alles. Ein Teil von den Let's Plays gar nicht fertig zu machen, bevor die Nintendo Switch erscheint. Wenn es dann wieder Nintendo Switch Let's Plays gibt, das nervt mich sehr. Das heißt, speziell auch da muss es jetzt wirklich in nächster Zeit einfach umplanen, umdenken. Aber das sollte machbar sein. Ne? So, nachdem ich jetzt 5 Minuten reines Gelaber hier von mir gegeben habe, das kann ich auch sehr gut. Ne, seid uns einfach dem bewusst. Mein USB-Port ist kaputt, ich kann aktuell nichts aufnehmen, ich muss den auswechseln lassen, dies dauert 2 Wochen ungefähr. Währenddessen kommen meine Ersatzvideos, die ich zuvor aufgenommen habe, heißt ein Video pro Tag, nicht 2. Mein neues Newsformat Top News ist davon, so viel ich weiß, nicht, hat damit nichts zu tun, dies kann ich einfach, immer noch aufnehmen, weil es erfordert keine Capture-Card, dafür brauchst du nur mein Mikrofon. Und eben den Computer, das ist jetzt nicht das Problem, weil ich schicke den erst am Montag ein, also kann ich die Top-News-Ausgabe für diese Woche noch machen und für nächste Woche kann ich den auch an einem anderen PC machen, vom Bekannten. Das geht vollkommen. Also da sollte man nicht das Problem haben, aber mit dem PC von meinem Bekannten kann ich nichts aufnehmen, weil er nicht mit meiner Capture Card kompatibel ist. Falls ihr euch nicht jetzt fragt, aber das wäre ein anderes Thema. Egal. Ne, ich wollte einfach nur das mitteilen, wie das dann hier aktuell ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen von dem Video, falls ihr es jetzt geschaut habt. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und ja. Und wir sehen uns in einer nächsten Videos wieder. Ciao.